weiß, dass Gott ihn liebt. Halleluja, Ehre sei dem Herrn. Ich staune immer wieder, wie Gott mich liebt. Immer wieder. Und ich weiß, es gibt keine Grenze. Er wird mir noch mehr über seine Liebe offenbaren. Und heute, ich wollte über Macht der Worte sprechen. Wir haben dieses Thema schon sehr oft durchgekaut. Aber ich möchte jetzt unnötige Ängste wegnehmen, weil ich treffe immer wieder auf sehr ängstliche Christen. Oh, das darf man nicht sagen, oh, sag das nicht und so weiter. Und deswegen, ich möchte heute definieren, wann, wie Worte wirken und warum bei einigen Menschen wirken, bei anderen nicht und so weiter, so weiter. Und für Anfang an, wir schlagen Markus 11, ab 12 bis 14 und dann ab 19 bis 24. So, Markus. Halleluja. Halleluja. Gott hat diese Welt durch Liebe erschaffen. Und seine Schöpfung soll durch seine Liebe durchgedrängt sein. Und diejenigen, die sehr eng mit ihm in Verbindung leben, die sollen lernen, auch herrschen und in Liebe zu herrschen über dem Schöpfung. Und Schöpfung wartet, bis Kinder Gottes diese Offenbarung bekommen, was die sind und was für Vollmacht die haben. Und leider bei einigen geht das sehr langsam, bei anderen schneller. Er wünscht natürlich, dass bei uns alles sofort alles geschieht. Aber ich habe heute auch gesagt, dass Gott eine Familie als Beispiel gegeben hat, auch für die Gemeinde. Kinder wachsen langsam. Die werden erstmal als Heiden geboren. Und dann müssen sie zu wiedergeborenen Christen werden. Dann müssen sie mit Heiligen Geist erfüllt werden, bevollmächtigt und gesalbt werden. Und das braucht alles Zeit. Und man staunt irgendwie in einer Familie mit vielen Kindern. Einige entwickeln sich sehr schnell, auch geistlich, andere gar nicht, ne? Und dann denkst du, woran liegt das? Eine Mama, eine Papa? Die gleiche Mama, gleiche Papa, gleiche Gen, alles ist gleich. Aber einer wächst so schnell und versteht und kapiert sofort alles, der andere. Aber wenn bei denen, die langsam sich entwickeln, wenn dann zum Ausbruch kommt, dann explodieren die. Genauso auch in der Gemeinde. Deswegen, wir müssen auch zueinander Geduld haben und Liebe und Verständnis, weil wir wachsen alle in Erkenntnis Gottes. Markus 11, 12 bis 14. Oh, bekannte Stelle, aber ich möchte nicht über Frucht reden, was hier geschrieben ist. 12 bis 14. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger, Jesus. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir, und seine Jünger hörten es. Ab 19 bis 24. Und als Abend geworden war, ging er aus dem Staat hinaus, und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von dem Wurzel an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigebaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Amen. Oh, eine gute Stelle, ne? Jetzt reden wir nicht über Frucht. Über Frucht schon tausendmal gesprochen. Jetzt reden wir über Macht der Worte. Jesus ist als Mensch in diese Welt geboren worden, von Heiligen Geist und so weiter, so weiter.
Wir wissen das, aber seine Göttlichkeit wurde ihm genommen. Die Göttlichkeit, die er von Anfang an, ab Anfang der Zeiten hatte und überhaupt, der wurde ihm genommen. Das heißt, er war hier als Mensch. Und er ist für uns als Mensch, der so eine Beziehung mit Gott aufgebaut hat, ein großes Vorbild, was seine Worte alles bewirkt haben. Und wir fragen manchmal, wir beten und beten und beten und 10 Jahre schon am Gebet und passiert nichts. Und dann hören wir noch Gebete. Pass auf deine Worte auf, weil es, was du sagst, geschieht. Und dann hast du Probleme und so weiter. Teilweise ja. Aber ich möchte euch Ängste wegnehmen. Erstmal, bevor man meine Worte so ein Vollmacht bekommt, dass irgendwas geschieht, ich muss geistlich wachsen. Ich muss meine Erfahrungen sammeln. Ich muss eine Beziehung mit Gott aufbauen, aufgrund von Gottes Liebe. Wenn ich mich durch Liebe durchtränken lasse, wenn ich mit Jesus in einer Beziehung lebe, auf sein Wort höre, ihn nachfolge, tu, was er will. Super, dass einige schreiben. Super, ich bin so stolz auf unsere Gemeinde. Es vergeht Zeit. Deswegen, einige müssen sich richtig entspannen. Wir lesen auch im Alten Testament, wo Prophet Elisa unterwegs war und kamen 42 Kinder und die sagen Glatzkopf und so weiter, obwohl ich finde, das ist sehr attraktiv. Aber, ja. So, und er war sauer, weil sein Charakter noch nicht geformt war so richtig. Er war sauer und hat sie verflucht und kam Bären und hat die alle zerfetzt. Wir lesen auch in Propheten immer wieder, alles, was Propheten gesagt haben, alles geschah. Wir haben auch schon über Herrschaft in unserem Herzen, was Gott in uns hineingelegt hat, gesprochen. Das heißt, dieser Drang zu herrschen, Materie zu beherrschen, das liegt in jedem Mensch drin. Natürlich, einige suchen in Okkultismus, die bekommen auch diese Vollmacht von Satan und die treiben auch, wir wissen, welche Sachen, ne, übernatürliche Sachen und so weiter. Die anderen sagen, nee, ich gehe durch Tor, ich gehe durch Jesus Christus zum Vater, ich bekomme dann gesetzlich diese Vollmacht, nur das dauert ein bisschen länger, als wenn ich durch den Zaun krabble, was Offenbarung uns sagt. Und deswegen, das dauert länger, weil Gott will mich erstmal erziehen. Wir lesen auch in Sprüchen, dass wir sollen nicht auf jedes Wort achten, was unter den Menschen gesprochen wird. Weil wir selber irgendwie Blödsinn quatschen. Und Gott schaut nicht auf jedes Wort, was wir aussprechen. Nur Menschen, die wiedergeboren sind, von Heiligen Geist erfüllt sind, gesalbt sind, weniger oder mehr, je nachdem welchem Bereich, die müssen schon ganz gut aufpassen, was sie sagen. Aber diese Zusage, was Jesus sagt, glaubt, betet und glaubt, das hilft für alle. Das heißt, Jesus sagt, Tür ist offen in Ewigkeit. Das ist unbegrenzte Möglichkeiten. Unbegrenzte Möglichkeiten. Geh mal hin und hab keine Angst. Und jedes Mal, wenn wir Angst haben, wir blockieren uns selber. Weil Angst blockiert, egal welche Angst. Angst stellen wir dann höher als Vertrauen zu Gott. Deswegen viele Christen sind sehr oft krank. Die kommen und sagen, ja, ich bin gesund. Gott hat mich gesund gemacht. Amen, in Geist sind wir alle gesund. Aber das muss noch zu Vorschein bringen. Das durch meine Seele durch und dann durch meinen Körper und dann bin ich wirklich gesund. Aber in diesen Leugnungsblockade wird keine Gesundheit eintreten. Weil ich bin trotzdem gefangen. Ich leugne das und ich möchte ein Problem nicht anschauen. Ich sage eigentlich richtige Worte, aber die haben irgendwie keine Macht. Ein Beispiel. Stehen wir bei irgendeiner Konferenz da, irgendwas am Warten und ich habe irgendwas gelabert. Ich sage, naja, ich habe hier, da und so. Das darfst du nicht sagen. Ich sage, und was willst du hier? Ja, Heilung. Ich sage, aber du bist doch gesund. Ich bin krank, ich brauche Heilung, aber du bist doch gesund. Irgendwas stimmt nicht, sage ich.
Okay, ich sage vielleicht nicht so richtige Worte, aber du sagst richtige Worte. Wir sind beide krank und wir wollen beide gesund werden. Bekannte Situation. Bekannte Situation. Bekannte Situation. Sehr bekannt. Deswegen, ich möchte euch sagen, Gott schaut nicht auf jedes Wort. Um eine Macht zu haben und Gewicht in Worten zu haben, um Materie zu beherrschen, um bewirken, Tod oder Leben. Wir müssen natürlich alles zum Leben erwecken. Ne? Ja. Oder wie Jesus sagt, was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden. Was ihr hier löst, wird im Himmel gelöst werden. Das heißt, in diese Vollmacht zu kommen, ach, alle wollen das hören. In diese Vollmacht zu kommen, muss man wirklich ganz, ganz eng mit Jesus zu leben und gehorchen. Und das ist das Schwierigste bei uns, bei Kindern Gottes. Wir wollen Macht und Vollmacht, wir wollen, dass unsere Worte was bewirken, wir wollen das und jenes, aber wir wollen wirklich unser Leben nicht so ganz hingeben. Halleluja. 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 Das heißt, wir müssen auch Ängste abbauen und Gott vertrauen. Vertrauen ist das größte Glaubensbeweis. Wem fällt es schwer, zu Gott zu vertrauen? Meistens Menschen, die viel Schmerz erfahren haben, Vergewaltigungsopfer, Menschen, die in zerrütteten Familien groß geworden sind, Menschen, die in dämonisierten Familien groß geworden sind. Menschen, die Dunkelheit erfahren haben. Ganz schlimme Situationen erlebt haben. Unfälle, Schockzustände. Diesen Menschen fällt es sehr, sehr schwer, Gott zu vertrauen. Aber ich sage immer so, wenn diese Menschen aus ihren Umständen schaffen, in diesen Vertrauenszustand zu kommen, die haben einen großen Sieg errungen. Und Gott ist sowas von stolz auf diesen Menschen. Sowas von stolz auf diesen Menschen. Ihr könnt man nicht vorstellen, wie stolz Gott ist. Ich staune selber manchmal. Wenn Menschen kommen, die von eigenen Eltern vergewaltigt wurden im Kindesalter und dann irgendwann trotzdem schaffen, Gott zu vertrauen, seine Liebe zu vertrauen, alles vergessen lassen, sie heilen zu lassen, das sind die stärksten Menschen auf dieser Welt. Ich staune manchmal. Die sind keine großen Prediger. Die bewirken vielleicht nicht so viel, aber im geistlichen Bereich, das sind geistliche Giganten. Und deswegen, wie Jesus sagt, wenn wir was bieten, wenn Vater in Jesu Namen, das heißt nur wiedergeborene Christen können in Jesu Namen was bieten, so wird ihnen geschehen. Nun natürlich nicht alles, was die da fantasieren. Ja, fantasieren kann man viel. Sondern, was Gott bei unserer geistlichen Wiedergeburt hineingelegt hat. Das heißt, dieses Verlangen an irgendetwas kommt aus mir heraus. Ich biete. Und was Jesus sagt, glaubt. Ich würde sagen, vertraut. Das geschehen wird. Und weil hier hakt, geschehen nicht viele Dinge in unserem Leben. Wenn ich zum Beispiel überlege, was Glaube bewirkt, na, so. Glaube, das heißt, ich vertraue, dass mir nichts Schlechtes passiert. Ich vertraue, dass Gott gut ist. Ich vertraue, dass Gott Liebe ist. Ich vertraue, dass ich in ewigem Leben wunderbare Ereignisse erleben werde. Dass ich Jesus sehen werde von Angesicht zu Angesicht. Wir sitzen schon im Geist im Himmel. Aber Gott holt uns erstmal noch nicht ab. Das heißt, wir sollen dieses Leben durchleben. Und wir sollen Erfahrung sammeln und wir sollen siegreich werden. Und jetzt pass auf, wie kommt es zum Sieg in mein Leben? Wann entstehen Siege? Wenn ich durch Kämpfe durchgehe, wenn ich auf dem Sofa sitze, Fernseher gucke,
Семечки кушаю. Das sind so Russenfutter. Das ist Vogelfutter. Na? Und wenn ich auf dem Sofa sitze und nichts tue, neue Gardinen nähe und so weiter, werden keine Siege entstehen. Wann entstehen Siege? Bei Spannungen, bei Konflikten, bei Ereignissen, die sehr unangenehm sind, bei Krankheiten, bei Unfällen, bei, was weiß ich da, Angriffen. Und nur dann kann ich einen Sieg erringen. Erringen. Genau. Nur dann kommt es zum Siegerscheinung. Wenn ich ein Problem in meinem Leben habe, ich bete Gott, dass er angreift und mein Problem löst. Was machen wir Christen sehr oft? Wir sind in einem angespannten Zustand. Und wir wollen das bewirken, dass Sieg kommt. Aber Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, wo wirklich Krise, finanziell Mangel, Krankheit gekommen oder egal welche. Für manche ist das so, der hat mich Sektant genannt und das für die ist schon Katastrophe. Ne? Für andere, ja, die haben ein Kind verloren, das ist schon eher eine Katastrophe. So, und wenn ich bete, ich muss nichts bewirken. Ich muss jetzt in einen Ruhezustand kommen, Vertrauenszustand kommen und so kommt Sieg viel schneller in mein Leben hinein. Wir fantasieren sehr oft. Wir sind so größenmanisch. Wir fantasieren uns irgendwelche fleischliche Dinge, wo ich größenwahnsinnig werde. Und dann träumen wir das. Und erwarten, dass Gott das bewirkt. Das passiert nicht, das sage ich so, sofort. Königreich Gottes entsteht erstmal in uns drin. Und dann muss es zu Vorschein kommen. Diese Herrschaft, dieser königliche Status, die königliche Wirken, was uns Gottes Wort sagt, kommt zu Vorschein mit der Zeit. Wie ich Gott gehorche, desto schneller kommt das. Und wie ich ihm vertraue. Je stärker mein Vertrauen auf ihn ist, desto lockerer ich bin, zuversichtlich und gewiss, dass Gott mein Gebet empfangen hat und wird es bewirken. Aber nur das, was er vorgeplant hat und was in meinen Geist hineingelegt hat. Deswegen, wer heiraten will, er soll nicht anfangen, krampfartig zu beten. Ich will heiraten, ich will heiraten, ich will heiraten. Entspann dich, Gott weiß, dass du heiraten willst. Entspann dich, entspann dich. Vor Jahren kam hier Arne Elsen, oh, ich liebe Arne Elsen, kam und dann betete für mich und sagt, da entspann dich doch. Ich sage, ich bin entspannt, aber ich war in so einem Kampfzustand. Beten, ne? Beten, was bewirkt? Entspann dich doch. Bis ich kapiert habe, das hat Zeit vergangen, gebraucht. Und dann geschahen Sachen, ich erzähle nicht alles in der Gemeinde. Mein Mann sagt, erzähl es immer alles, nicht alles. Da habe ich mich gestaunt, aber ich habe kapiert, das hat bei mir Klick gemacht, das haben die Neuronen zusammengeschlossen, das ist so eine Sache, neue Erfahrungen, die machen neue Neuronenbund, so wie Baptistenbund, Pfingstlerbund, ne? So. Und haben hier so ein charismatisch-baptistisch-pfingstlerischer Bund geschlossen. Und da habe ich kapiert, so funktioniert das. Und jetzt, egal was ich biete, ich weiß, ich kriege es. Und das geschieht. Und deswegen, in dieses siegreiche Leben zu kommen, muss man in einen Vertrauenszustand kommen. Und Vertrauenszustand wird sehr stark von dämonischen Welt und von unseren 3D-Welt angegriffen. Unser Zustand, dieser Vertrauenszustand, wird ständig bombardiert. Menschen, Hormonen, Konflikte, das, was ich sehe, alles lenkt mich ab von diesem Zustand. Und deswegen, wenn wir lernen, im vollkommenen Vertrauen zu leben, Gott wird so eine Vollmacht geben, da könnt ihr mal staunen. Und dann wird das wirklich alles, was wir bieten, weil wir werden kein Blödsinn bieten. Versteht ihr? Na?
Wir werden nicht bitten, oh Herr, befreie meinen Mann von Rauchen. Wir werden beten, Herr, lass ihn wiedergeboren sein. Wenn er dich erkennt, boah, er wird selber Rauchen aufhören. Weil in deiner Liebe kann man überhaupt nicht im Rauchen, mit Rauchen bleiben. Halleluja. Unser Gott ist groß. Amen. Warum wenig Amen? Deswegen, bevor wir in Sieg hineinkommen, wir müssen viel Kämpfe erkämpfen. Wir müssen. So geht das nicht. Juden, als Juden in verheißenen Land gingen, die haben sehr viel Kämpfe erkämpft. Nicht viele kommen in das verheißene Land, weil Kämpfe sind manchmal hart. Wie viele kamen in das verheißene Land? Zwei. Aber ich habe gesagt, weißt du, Herr, wenn auch in unserer Zeit nur zwei in das verheißene Land kommen, ich bin dabei. Ich habe Entscheidung getroffen. Deswegen, ich lerne, ich kämpfe immer. Ich habe manchmal solche Angriffe, die mich umhauen aus diesem Leben. Aber ich stehe wieder auf und ich sage, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Mein Leben wird nicht problemlos sein. Aber ich werde in diesem Siegzustand leben, in Vertrauen leben und in siegreiches Leben führen. Deswegen, ich kann Zeugnisse erzählen, wo Gott was bewirkt hat. Aber ich kann auch über Situationen erzählen, dann jeder von euch denkt, ich möchte nicht in diese Situation hinein. Deswegen Vertrauen ist eine große Sache. Egal was passiert, wenn du in Feuerofen geworfen wirst, es lohnt sich nicht krampfartig zu beten. Lieber entspannen. Und Gott vertrauen. Und wenn er dich sterben ließ, sein Wille, du bist als Sieger gestorben. Aber wenn er entscheidet, dass du lebst, dann bist du als Sieger aus dem Feuer raus. Halleluja. So oder so sind wir Sieger. Und deswegen diese Ängste, in diesem Leben was zu verlieren, in diesem Leben was zu besitzen, in diesem Leben, an diesem Leben anzuklammern, bringt nichts. Wir kennen alle ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat über Talente. Hat einem 5 gegeben, anderem 3 und einem 1. Nicht Jesus, sondern er sagt Gleichnis, dass ein Herr das gegeben hat. Alle lesen Bibel, alle wissen Bescheid. Ja, und was sagt er, als der Herr zurückkommt? Er sagt zu dem, der bewirtschaftet hat, gut gemacht, der anderen auch. Und der anderen sagt, ja, warum hast du das verbuddelt? Du solltest das, ne? Abgeben. Und dann Prozente gewinnen. Und er hatte Angst, dass er verliert, mit diesem ein Talent verliert. Dann lieber dieses ein Talent aufbewahren, als auf Minus zu kommen. Aber ich sage euch, Leute, Plus oder Minus, das sind Erfahrungen. Und was meint ihr, wenn er auch auf Minus gekommen wäre? Würde Jesus ihn bestrafen? Nein. Gott interessiert an unserer geistlichen Entwicklung. Und geistliche Entwicklung kommt durch Erfahrungen. Menschen haben so viel Angst zu riskieren, so viel Angst vor Erfahrungen. Nicht Sünde, Sünde meine ich gar nicht. Muss man wirklich blöd sein? Erstmal Gottes Liebe zu schmecken und dann in die Sünde zu springen. Da muss man wirklich nicht normal sein. Deswegen, ja, wer will jetzt zu mir kommen? Komm, komm, Mariana, zu mir. Komm. Komm, bleib bei mir. Und deswegen, wir bereiten unsere Jugend für Erfahrungen. Positive und negative, auf Plus und Minus. Und wenn man auch irgendwas falsch gemacht hat, schreib mal, ich spreche langsam dafür, deswegen. Wenn man was falsch gemacht hat, man muss man sich nicht enttäuschen und nicht in der Ecke sitzen. Du bist heute am Leben, du bist heute hier, du hast neue Chance. Was lernen wir, wenn wir Fehler machen? Wie man es nicht mehr machen darf. Ja, ne? Bei uns ist das so ein Motto in der Gemeinde.
Wenn wir sehen, wenn jemand was falsch macht oder wir selber machen was Blödes, dann sagen wir, haben wir gelernt, wie man nicht machen darf. Ja? Ist das Erfahrung? Ist das Erfahrung? Jetzt muss man nicht in der Ecke sitzen und Angst haben. Wir sind heute am Leben und Gottes Gnade erneuert sich jeden Morgen. Das heißt, du hast was gelernt. Das zählt in Ewigkeit. Wir sind hier nur 70, 80 Jahre. Wer nicht glaubt, hört mal einfach Zeugnisse von Menschen, die klinisch tot waren. Schon interessant. Und Jesus sagt selber, im Himmel wir werden wie sein? Wie Engel. Wir werden nicht heiraten, scheiden. Wir werden da nicht streiten und nicht mehr lernen, Negatives zu machen. Das heißt, Leben ist einmalige Chance. Sammel Erfahrungen, riskiere, probiere. Der zweite Punkt, was uns hindert, Erfahrungen zu machen, das ist das Schamgefühl. Schamgefühl, das ist ein Ergebnis von Stolz. Weißt du was, wenn du denkst, dass alle Menschen schauen auf dich, du bist größenwahnsinnig. Keiner schaut auf dich, jeder hat mit seinen Problemen beschäftigt. Der schaut vielleicht auf dich nur für eine Minute und dann redet er mir, ja, Marianne, weißt du noch? Und das ist 2 Minuten. Ne? So, er beschäftigt sich vielleicht 3 Minuten, aber du aus Angst, dass alle über dich reden und auf dich schauen, sitzt du in der Ecke oder auf dem Stuhl und machst gar nichts. Und dann am Ende des Lebens, du sitzt in Altenheim und bedauerst, dass dein Leben so elend war und langweilig. Du, ich sage euch, mein Leben ist nicht langweilig, aber ich mache so viele Fehler. Puh, ihr könnt meinen Mann fragen. Wir haben so gute Verteilung in der Familie. Ich drücke immer auf Gas und mein Mann auf Bremse. Und geht auf Gas und auf Bremse. Aber ich lerne, wie man nicht machen darf. Ich bin sehr klug geworden. Aber ich muss weise werden, ich muss lernen von meinen, wie man nicht machen darf und sich verbessern. Deswegen dieses Schamgefühl, das ist einfach Stolz. Und was geschieht mit stolzen Menschen? Wer widersteht dem Stolzen? Gott. Wer will Feind werden für Gott? Keiner. Ich bin stolz auf Marianne. Guck mal, ich habe gesagt, jetzt komm mal her. Die haben da gequatert in die Ecke, gelacht. Ich sage, komm mal her, sie ist gekommen. Oh. Ich liebe gehorsame Menschen. Gut hier zu stehen, ne? Angenehm, ne? Ist gut, ja. Halleluja. So, das heißt, Scham, das ist ein Ergebnis von Stolz. Das muss abgebaut werden, wenn du dich auch blamierst. Glaub mir, du hast mehr gelernt als aus guten Ereignissen. Natürlich, in der Gemeinde müssen wir wirklich Rücksicht aufeinander nehmen. Oh, fällt mir manchmal schwer. Naja, Egoismus ist noch nicht ganz am Sterben, nicht ganz tot. Aber wir sollen auch anderen vergeben und Möglichkeit geben, Fehler zu machen. Wir müssen gnädig sein, so wie unser Gott zu uns gnädig ist. Wir müssen auch gnädig sein und Möglichkeit geben, Fehler zu machen. Auch wenn jemand noch charakterlich geformt werden soll, dem Möglichkeit geben, auch diejenigen, die in Gaben wirken, auch Möglichkeit geben, was Falsches zu machen. Zum Beispiel Prophetie. Wie oft Menschen wünschen was Gutes und prophezeien was Gutes. Aber das ist nicht von Gott, das ist seelisch. Sollen wir jetzt diese Menschen umbringen? Oder wie lächeln nett, umarmen und sagen Danke dir. Und weitergehen. Andere Gaben oder Heilungsgaben. Ja, er hat gebetet, ich habe ihn nicht geheilt. Na und, dann geh nochmal und lass für dich beten. Sei nicht so stolz. Für mich, welche Leute haben schon gebetet? Mama mia, und nicht einfache Leute. Und ich immer noch nicht ganz geheilt. Na und? Und wenn einer kommt mit Heilungsgaben, da bin ich der Erste in der Schlange. Ich bin nicht stolz, ich gebe zu. Ja, ich brauche andere Menschen, auch andere Gebete. Und deswegen schäme dich nicht, was falsch zu machen. Wenn du fühlst, dass Gott dich drängt, zu jemandem zu kommen oder gehen oder anrufen, mach einfach. Ist doch egal, was Menschen denken. Vertraue. Glaube einfach, vertraue.
Ja, wirst du Fehler machen. Gott wird dich nicht umbringen und in die Hölle landest du nicht. Gott sieht dein Herz. Ob du bösartig oder böswillig was machst oder aus deiner Naivität und weil du lernst. Tu einfach. Mach einfach. Lass dich lieben und vertraue Gott. Und Umstände, die drumherum sind, das ist auch nur zum Guten. Du wirst stärker. Vertraue Gott. Wenn dich jemand beleidigt hat, vertraue Gott und glaub mir, die Bitterkeit wird nicht in dein Herz kommen. Das wird wie Wasser von ganz abfließen. Vertraue einfach. Dir wird es nicht geschehen. Nichts Böses geschehen. Jesus liebt seine Kinder. Aber er ist auch streng. Natürlich kriegst du manchmal, ne? Auf den Nacken. Oder nee, wo sollen wir sagen? Auf dem Hintern. Ja, beides, ne? Auf den Nacken, damit der Verstand einspringt. Auf dem Hintern, damit man nicht mehr Blödsinn macht. Aber er macht das gnädig. Er macht nicht so wie wir Menschen. Wie lerne ich Vertrauen? Das heißt, im Stillen, wenn ich Gottes Angesicht suche, wer sagt, ich habe Gott gefunden, komm zu mir, wir reden. Vertraue ihm einfach und sage, ich liebe dich. Und was sagt Jesus im Johannes, Kapitel 14? Ich werde persönlich kommen. Und wir werden zusammen was machen? Abendmahl. Thomas wollte, dass Jesus erscheint. Er wollte Finger in seine Hände legen. Was ist geschah? Jesus ist gekommen. Geh in dein Zimmer und vertraue Gott. Egal was passiert. Er liebt dich, er wird dir nichts Böses passieren. Er wird dir nicht Stein geben. Er wird dir nicht keine Schlange geben. Jesus ist für die Sünden dieser Welt gestorben, damit wir in Ewigkeit ewige Leben haben und damit wir Möglichkeit haben, hier zu lernen, auch Gott zu vertrauen. Das ist auch ein Lernprozess. Er weiß, dass du heute noch nicht fähig so zu vertrauen wie Benihin. Und er wird dich dafür nicht umbringen. Er gibt die Möglichkeit. Vertraue ihm. Suche sein Angesicht. Lass dich durch seine Liebe durchtränken. Liebe Gottes verändert alles. Sogar Umstände, die früher so schlimm waren und Gott dich nicht rausgeführt hat, weil du das wolltest und du lebst immer noch in diesen Umständen, sogar diese Umstände nachher verblassen und du denkst, warum habe ich früher so viel Sorgen gemacht um diese Probleme? Dann öffnet sich dir ein Weg, der wirklich jetzt schon in Ewigkeit führt. Dann andere Dimensionen werden für dich real und du bist nicht mehr gebunden. Du bist nicht mehr mit Angst gebunden, hier auf der Erde zu leben. Du bist dann frei. Die größte Angst vor dem Tod ist abgebaut. Das heißt, wenn du morgen stirbst oder in 100 Jahren, spielt für dich keine Rolle mehr. Du bist beschäftigt, Erfahrungen mit Gott zu sammeln. Du bist beschäftigt mit Erfahrungen hier, mit Menschen zu sammeln und in anderen Bereichen. Du bist dann beschäftigt mit anderen Sachen und dein Leben gewinnt an Intensivität. Und wie? In unserer Gemeinde ist nie langweilig, ne? Nein, ich weiß. Auch bei mir privat ist nie langweilig. Auch wenn ich alleine bin, mir ist nie langweilig. Weil vor mir liegt Ewigkeit vor. Wir wollen alle aus unseren Umständen, die wenn die negativ sind, rausspringen in die Freiheit. Aber Freiheit liegt nicht in Umständen, Freiheit liegt in uns drin. Freiheit, die in uns drin ist, das ist das. Gewissheit, Gefühl, Wissen, alles. Und Vertrauen auch dabei. Es liegt in uns. Und wenn ich das entfalte, auf einmal Umstände interessieren mich nicht mehr. Auf einmal
Mein Leben gewinnt an Farbe und Intensivität und ich bin zufrieden und glücklich. Und wenn bei mir manchmal zum Stillstand kommt, ich werde richtig depressiv. Ich sage, Gott, hast du mich verlassen oder was? Wo sind Probleme? Am Ende. Deswegen, ich sage immer Jugendlichen, Probleme kommen und ihr müsst vorbereitet sein. Die kommen nicht, euch umzubringen. Probleme kommen, damit dein Vertrauen auf Gott und dieses Königreich Gottes, der in uns ist, der zum Vorschein kommen soll, sich entfalten kann. Wie kann Gottes Reich entfaltet sein, wenn mir jemand auf die Nerven geht? Ja, ne? Kennen wir das? Es ist möglich, glaub mir. Verbring viel Zeit mit Jesus. Er ist real. Er kommt jetzt genauso, wie er zu Thomas gekommen ist und sagt, ja, leg mal deine Finger in meine Wunde und hab keine Angst. Die Bibel sagt sehr oft, hab keine Angst. Das heißt, anderen Worten, hab Vertrauen. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen auch, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es willst. Zu Gott kommen alle aus irgendwelchem Grund. Und dann entdecken die wahrhaftige Persönlichkeit von dem Gott. Oder berühren, ne? So berühren. Göttliche Persönlichkeit. Und dann sind die sowas von überwältigt. Dann wollen die erzählen und erklären und die können nicht, weil das ist geistlich gesehen. Jesus sagt, ich tue das, was ich beim Vater sehe, was er tut, und ich tue das. Und ihr werdet das Gleiche tun. Jetzt wachsen wir hinein, das Gleiche zu tun, was Jesus getan hat. Weil er will Himmelsreich. Königsreich ist in uns drin. Aber Himmelsreich soll auf der Erde kommen. Nur als erste Kinder Gottes sollen Offenbarung bekommen, was die sind, wer die sind, und lernen, Gottes Reich freizusetzen. Und dann Himmelreich kontaktiert Gottes Reich hier in uns. Und wir sind dann Träger von Gottes Gegenwart. Und wir verändern dann Materie und Umstände. Deswegen, wenn jemand kommt und jahrelang irgendwas gebetet hat, dann sage ich, ja, weißt du was, entspann dich. Und lerne zu vertrauen. Lerne zu vertrauen. Und Gott kommt rechtzeitig in deine Probleme. Manche haben große Probleme, manche haben kleine Probleme. Einige kämpfen mit richtig banalen Dingen. Die anderen sind schon tiefer, die schon verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Und die kämpfen jetzt um ihre Fokussierung und Konzentration auf Gott. Weil alle Umstände, die sagen mir was anderes, als in meinem, Gott sagt in meinem Geist. Das heißt, in meinem Geist, ich stehe auf und Probleme sind nicht weg, aber ich reagiere nicht mehr auf Probleme. Was wird dann mit Problemen sein, wenn Marianne mich jetzt beschimpft und angreift und ich reagiere nicht? Was geschieht denn mit Marianne? Langweilig, ne, wird das. Kein Bock. Ja. Das heißt, wenn ich gelernt habe, nicht reagieren und Gott zu vertrauen, ich fokussiere auf Gott, ich sage, weißt du, ich vertraue dir. Klar, da und hier und da und das, aber ich vertraue. Was haben dann Probleme zu tun? Was haben die zu machen? Die haben keinen Bock mehr. Ich rede immer mit Christen, besonders Diener Gottes. Oh, das ist also harte Nüsse. Ja? Die wollen nach hinfahren und hier fahren. Das ist auch gut. Unsere Leute fahren jetzt auch nach Amerika im Januar. Das ist gut. Das kann man machen. Aber um die Lösung für Probleme zu suchen, braucht man nicht irgendwo hinzufahren. Lösung liegt hier. Lösung liegt in dir drin. Verknüpfung mit der Liebe Gottes, Fokussierung und Konzentration auf Vertrauen und nicht so krampfhaftig, ich vertraue, sondern entspannen. Sich entspannen. Ich bitte einfach noch mehr Erkenntnis von Gott, von seiner selbst,
Und wenn wir ihn kennengelernt haben, so wie er uns sich offenbaren will, glaub mir, vieles ändert sich dann. Viele seelische Süchte gehen weg. Viel Freude kommt rein. Und viel Erfahrungen. Auch negative. Aber dann schaust du auf die negativen Erfahrungen und lachst du. Natürlich, manche sind erstmal am Zittern, bis Ergebnis kommt. Aber wenn Ergebnis da ist, dann freuen sich alle. Halleluja. Oh, mein Leben war turbulent. Aber ich schaue zurück und ich bin zufrieden. Ich habe nicht einmal gedacht, ich möchte mein Leben zurück. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich möchte alle Jahre zurück, ich möchte mein Leben zurück. Nee, ich möchte nicht mein Leben zurück. Es ist gut, wie es war. Ich bin vollkommen zufrieden. Es ist schön, dass es weg ist. Und ich bereue keinen einzigen Tag. Auch negative Sachen, ich bereue die gar nicht. Weil ich sehe, wie Gott durch alles bewirkt hat. Bestimmte Sachen, die ich ohne diese Erfahrungen hätte das nicht kapiert. Aber ich vertraue auf Gott. Legt mal eure Hand auf Herz. Und macht mal Augen zu, wer will natürlich. Ist keine Hypnose. Einfach, das hilft, sich konzentrieren. Und ich bete einfach, auch für mich. Himmlischer Vater, im Namen Jesu, wir kommen vor deinem Thron und nach deinem Wort. Wir wollen dir einfach sagen, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir. Jeder nach seinem Maß. Aber vermehre durch deinen Heiligen Geist diese Maß des Vertrauens in uns, damit wir vollkommen vertrauen, vollkommen, damit da nichts bleibt, damit wir nicht mehr an irgendwas haften, damit wir keine Angst mehr haben, was zu verlieren, sondern vollkommen dir vertrauen, vollkommen sich dir hingeben. Du bist kein Mensch. Du hast mit uns nur Gutes. Du hast mit uns nur Wunderbares. Du willst uns durch Abenteuer führen. Du willst unsere Leben in unsere Leben Farbe tun, reinmachen. Du willst unsere Leben intensiv machen. Halleluja. Wir sind alle noch Suchende. Und du hast gesagt, wer sucht, der findet. Wer glaubt, dem wird aufgetan. Und vermehre dieses Vertrauen. Damit wir noch mehr klopfen. Damit wir noch mehr um Erkenntnis deiner selbst bitten. Damit wir dir noch mehr vertrauen in jede Zeit. Und danke, dass du unsere Glaube prüfst durch schwere Zeiten. Dadurch sehen wir, dass wir noch näher zu dir kommen sollen. Halleluja. 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 Amen.